Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich bin der Leader der Zombie Cowboys des größten Clanes der Welt. Und ich als Präsident, als Gott, als Märtyrer von Los Santos und Lane County und auch von Vinewood. Ich melde mich heute zurück aus GTA 5, aus GTA, und ich als Präsident bin ausgestattet wieder mit meiner geilen Limousine, die ich zurückgekauft habe, weil sie mir gestohlen wurde. So, auf jeden Fall geht es mir ja darum, dass ich mich von meinen ungläubigen Hatern nicht abbringen lassen werde. Ich meine, ich habe zurzeit viele Probleme mit dem Internet und so und habe natürlich auch Probleme mit online zu zocken, weil erst im Februar mein Router kommt, aber ich habe natürlich die Möglichkeit, meine PS4 zu transportieren an Orte, wo es Internet gibt, Alter. Perfekt, ihr Schweine. Wir sind big. So. Lieber X-Blaze, Tom Smith und Striker YouTube. Ihr wollt mich fertig machen? Mich? Nein. Ich glaube, ihr verwechselt mich irgendwie. Gut, ich heiße zwar der junge Zocker auf YouTube, aber das hat nichts zu sagen, der Name. Das sollte man auch schon mal wissen. Ja, wir cruisen jetzt durch die Straßen und ein neues Mitglied der Zombie Cowboys ist beigetreten. Meinem Clan. Perfekt. Rachemord. Wo machen wir jetzt einen Rachemord? Ah, scheiß drauf. Ila Hihalu der Hia Deala PlayStation 4 for Bitsaliada Glitches Aluala Zombie Cowboys Sala. Verreckt ihr Schweine, Zombie Cowboys! Wir sind die neuen Hamburger Hänger. Da wird auch noch ein Video kommen, und zwar damals waren die Hamburger Hänger die Kings. Aber diese Zeiten haben sich geändert. Nämlich wir, die Zombie Cowboys International. Wir sind die neuen Hamburger Hänger. Und ihr müsst alle die Zombie Cowboys beitreten. Weil wir sind die Besten, die Players. Selbst K1 haben wir in unserem Team. Und das bedeutet schon viel. Das ist auch eine Ehre, dass K1 mich auch persönlich unterstützt in meinem Kampf. Also wir haben schon berühmte Rapper. Jetzt versuche ich natürlich noch andere Rapper in mein Boot zu bekommen, damit wir natürlich noch mächtiger werden. Und die Politik, die wollen wir auch noch in unsere Kreise ziehen, weil wir wollen die Herrschaft von Los Santos. Perfekt. So, da vorne ist ein PSN-Freund, glaube ich. Nein, es ist kein PSN-Freund. Ganz viele andere Clan-Mitglieder. Also, andere Feinde. Also, Handgranate in die Hand nehmen und für die Sache einstehen. Los, Leute. Zombie Cowboys. Perfekt. Schaut den Feind an. Clan War! Zombie Cowboys! Wir bängen euch alle weg. So. Schaut auf die Liste. Schaut den mächtigen Leader an. Ein feiger Anschlag wurde verübt. Gegen uns! Gegen die Zombie Cowboys! Mashallah,
Ihr werdet noch alles sehen. So. Und ich bin immer offen. Liebe Brüder und liebe Schwestern! Du verdammter Ungläubiger, du Hacker! Hacker! Manipulieren! Ihr habt eindeutig gesehen, dass dieser Spieler, dieser Heuchler, dieser Hund einen Gottmod aktiviert hat. Das würden wir niemals tun von den Zombie-Cowboys, weil wir sind ehrliche Spieler. Aufrichtig, ehrenhaft und weise. Und seht, ein neues Clan-Mitglied ist beigetreten. Und wenn wir die Autos einnehmen in den Straßen von Los Santos, dann richten wir auch die Fahrer hin, weil wir wollen keine Zeugen in Los Santos und Blaine County haben. Und die Straßen gehören uns, weil wir die Drogen verticken und nicht die Los Santos Bangers. Und dieses Auto gehört uns. Und auch als armer Spieler kannst du dich hocharbeiten bis zum Ferrari. Nimm es dir einfach. Die Straßen gehören dir. Gib mir dein Auto. Und seht, wie er rennt. Perfekt. Oh, ein Terroranschlag. Ein Terroranschlag von den Bangers. Schaut diese Kriminalität von ihnen an. Ich muss mich beruhigen. Ihr seht, dass ich nichts getan habe. Und ich wurde einfach attackiert. Diese Ungläubigen. Aber wir sind die Mächtigen. Tretet bei, Zombie Cowboys. Perfekt. Ciao.